So, meine Freunde, bevor wir mit der zerlegten Kabine weitermachen, wollte ich euch mal kurz zeigen, die Sachen sind soweit lackiert, bis auf die großen Felgen, aber ich habe zum Beispiel hier die Chromfelgen entchromt und neu lackiert. Ich blende euch das jetzt einmal kurz ein, wie das Ganze aussah. So, einmal kurz abgespült und die sehen hervorragend aus. Die waren jetzt so 15 Minuten in dem Ding gelegen. Ich weiß nicht, ob weniger gereicht hätte. Es waren halt jetzt, ja, waren dort 15 Minuten, wo ich sie mal drin liegen habe lassen. Und das war jetzt komplett einfach nur abspülen. Fertig, der Chrom ist runter. Und jetzt kann ich das ganze Zeug lackieren. Jawohl! War super einfach, ganz kurz eingelegt, wie gesagt 15 Minuten und dann war das auch weg, dann war das schwarz und konnte einwandfrei lackiert werden. Dann haben wir die Radkästen und das Zubehör lackiert, das wollte ich alles in einer Farbe haben und der Rest einmal schwarz. Und ich habe echt gedacht bei dem hinteren Rahmen, wo ich das geklebt habe, oh, okay, ob das was wird. Aber ich bin ehrlich, ich finde es echt gut geworden und es gibt nochmal diesen Touch mit diesen Streben hier. Ich hoffe, man sieht das. Ja, man sieht es, dass es natürlich gespachtelt und geklebt ist. Der Schweißer war jetzt vielleicht nicht der Beste, der das hier geschweißt hat. Aber ich finde, es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und lackiert sieht der Rahmen natürlich auch gleich nochmal ein Ticken besser aus. Weil es halt einfach wie ein Teil wirkt. Gell? So, das ist jetzt der hintere. Die Radkästen, mal wie gesagt, die sind noch ein bisschen, der Grauton hat sich ein bisschen verändert, die waren ja in Grau eh schon gedruckt. Das ist jetzt die Zugmaschine, auch die natürlich einmal in Schwarz nochmal komplett lackiert. Das hier hatte ich abgeklebt, damit natürlich die Motoren nicht Farbe abbekommen, das mögen die nicht so gerne. Servo und vorne natürlich das auch alles abgeklebt, Kugellager waren eh ausgebaut. Also alles, was nicht schwarz werden sollte. Und genau, jetzt möchte ich das Ganze einmal gleich mal zusammenbauen, damit wir sehen, ob das alles passt, wie es aussieht. Ich bin gespannt, wie es jetzt im Gesamten schon mal wirkt. Wie gesagt, es fehlt natürlich hier und da noch was und der große Part, die Kabine, die ganze Elektrik und so weiter folgt noch. Aber ich bin bis jetzt auf jeden Fall absolut begeistert, wie es jetzt ausschaut. So, dann würde ich sagen, legen wir los und bauen das ganze Zeug zusammen.
Gut. Soweit habe ich es mal alles hingeschraubt und habe hier und da ein bisschen nachlackiert. Jetzt hier die Schrauben, damit die nicht so rausleuchten. Hier das natürlich auch nochmal ein bisschen schwarz lackiert. Und ich dachte mir, jetzt machen wir gleich die Spritzlappen noch hin. Und ich habe hier schon mal welche hingemacht. So. Ist einfach aus dem, ja, so einem Schaumstoff. Habe ich da einfach ein bisschen was runtergeschnitten. Hier. Und die machen wir jetzt hier auch noch hin. Das heißt, hier hinten kommen die noch unten dran. Das schrauben wir die jetzt auch gleich noch fest einfach. Da habe ich mir so ein paar M2 Schrauben in schwarz besorgt. Und Muttern habe ich jetzt nur Stoppmuttern, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Und dann können wir das jetzt hier einfach schnell hinschrauben. Dann sind die Teile auch schon mal dran und sieht dann auch schon mal gleich schick aus. Und was sagt ihr zu diesem Gespann? Schaut doch hervorragend aus. Also es gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe euch ja schon mal hier ein bisschen weiter runtergeholt, damit ihr hier ein bisschen besser Blick kriegt. Und ich glaube, so schaut es echt edel aus. Also mit der schwarzen Lackierung jetzt, die kurze Zugmaschine macht echt was her. Das Ding ist jetzt auch ganz schön schwer durch natürlich die ganzen Einbauten an Antriebsachsen. Und joa. So, ist natürlich immer noch gesteckt alles nur, weil wie gesagt, die baue ich ja nochmal aus. Aber ja, passt, würde ich sagen. Ich habe hier noch ein bisschen nachlackiert. Hier und da zeige ich euch mal den Auflieger nochmal im Detail. Hier schön die Drahtkästen nochmal. Ja, ich wollte mal weg. So. Finde ich super, hier schön mit den Spritzschutzlappen da unten dran. Das Ganze natürlich hier ein Unterfahrschutz. Das Ganze ist gefedert, kann also noch ein bisschen hier einpendeln. Aber ist relativ starr. Ihr seht, wenn ich den jetzt hier so herstelle, dann steht der schon, ohne dass er jetzt irgendwo hin und her wabbelt. Ja? Also die sind relativ starr, die Federn, aber sie können natürlich noch mal hier ein bisschen Spiel reinbringen in das Ganze. Genau. Hier seht ihr das, was ich da geklebt hatte, muss ich sagen, also macht auf jeden Fall ein gutes Bild. Bin ich absolut zufrieden bis jetzt. Ja. So. Zur Zugmaschine. Der vordere Teil wird natürlich jetzt noch neu gemacht. Den ist das aufgesetzt hier, aber damit wir hier ein Bild kriegen, wie die Maschine jetzt hier ausschaut. Hier einwandfrei. Ein bisschen nachlackiert habe ich die Schrauben noch, dass die nicht so rausspitzeln. Machen wir hier einmal rundherum. Ja, auch hier die Lappen unten dran. Genau. Schon ist er weg. Geht jetzt nicht. So. Genau. Und die Kabine müssen wir natürlich noch machen. Aber soweit, wie gesagt, bin ich jetzt echt zufrieden. Ich finde, er sieht schon gigantisch aus. Die kleine kurze Zugmaschine in dieser Farbkombination finde ich richtig klasse. Auch dass hier alles bündig ist, jetzt mit dem Schwarz und dem Grau. Es ist ganz einfach ein Bild, oder? Muss ich sagen. Genau. Hier hinten kommen natürlich noch Rückleuchten hin, Kennzeichen und das ganze Schnatterer Touch. Gell? Kommt noch Deko und Beleuchtung und so weiter, kommt natürlich alles noch hin.
Aber das machen wir dann ein anderes Mal. Genau, soweit, so gut. Ich würde sagen, in den nächsten Folgen werden wir uns dann der Kabine widmen. Die Kippermechanik muss noch eingebaut werden, die ist aktuell noch beim Lackieren. Und wir müssen natürlich die Mulde selber auch noch machen. Das heißt, die habe ich ja noch hier. Ich würde jetzt aktuell hier drauf kommen. Ja, noch was draufsetzen. Die wird, bleibt nicht rot, die wird auch noch lackiert. So, und genau, also Kippermechanik, Endabschalter kommen direkt noch mit dazu. Und genau, und hier müssen wir noch mit dem Verschluss gucken, was wir da machen, ob man das irgendwie zwangsöffnend macht oder. Müssen wir mal schauen, was sich da ergibt. Ja, aber ansonsten finde ich, sieht das Ganze schon richtig schick aus. Ja, hoffe, es gefällt euch auch. Lasst gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns direkt bei der nächsten Folge wieder. Bis dann!